Das erste konkrete Projekt für den Strukturwandel in Schwedt beginnt jetzt und genau hier. Zum Transformationsspaziergang informierten die Verantwortlichen über Pläne und Ziele rund um den neuen Campus mit einem 18 Millionen Euro Neubau im Industrielook, der zum größten Teil aus Fördermitteln finanziert wird. Bis das neue Transformations- und Servicezentrum auf der Freifläche am Zopp steht, wird im ehemaligen Pub eine Zwischenlösung durch die Wohnbauten mit modernen Büros hergerichtet, in denen die Strukturen für die Zukunft geplant werden sollen. Alle am Prozess beteiligten Personen werden hier ab 2024 ihren Arbeitsplatz beziehen. Ziel für den Innovationscampus war es, von der ersten Idee an kurze Wege zwischen Odercenter Busbahnhof und Bahnhaltestelle Mitte zu haben. Um Schwedt für Zuzügler und Pendler attraktiver zu machen, setzt sich die Stadt außerdem für einen 30-Minuten-Takt zwischen Schwedt und Berlin ein. An Ort und Stelle präsentierten die Architekten das Neubauprojekt. Die roten Linien zeigen das konkrete Ausmaß des 30 x 37 Meter großen Objektes. Über 4 Etagen vorgesehen sind im Kern Räume für Coworking-Plätze, Veranstaltungen, Kaffee, Kundenzentrum der UVG, Werkstätten und Labore. Ein modernes Energiekonzept soll nicht nur im Neubau Anwendung finden, sondern zieht sich bis hin zu den neuen Photovoltaik-Haltestellen der UVG auf dem Areal. Bei allem ist Tempo angesagt. Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.